Hallihallo, du lieber Witter. Ah, hier ist es heiß, jetzt kommt das Feuer. Das ist jetzt nicht nur Hitzeschweiß, sondern einfach, weil die Hitze von drinnen, dieses Feuer, was jetzt endlich gelebt werden will, jetzt ganz im Juni auch aus uns herauspoltert. Wir haben hier das Thema Partnerschaft drinnen, wir haben hier das Thema eigene Umsetzungsenergie drinnen, wir haben hier das Thema Trost, eigene Größe, Begleiter mit drinnen, wir haben hier das Thema Sinnlichkeit, die Sinne erwachen, die Freude erwacht, die Wünsche werden wieder groß, das Herz, was wieder beginnt und lacht. Ja, und wir haben so ein paar Hinweise drinnen, was jetzt die Stolperfallen sind, weil hier habe ich so ein bisschen das Gefühl, ist ein bisschen Unruhe drin, ist ein bisschen, ja, vielleicht nicht wissen, was wirklich seine eigenen Stärken sind, was wirklich seine Kraft aus dem Innen heraus ist, was wirklich der eigene Fokus ist, weil man sich halt ganz viel auch vielleicht mit anderen identifiziert hat oder auf andere geschaut hat, auf andere geachtet hat, im Familiengeschehen, im Freundschaftsgeschehen, wo auch immer. Wir sind jetzt hier schon bei der bewussten Seite hingeswitcht. Also irgendwas ist da in einem Umbruch, in einer Unruhe drinnen, wo die Gedanken noch so ein bisschen frei fliegen, sage ich jetzt einmal. Sie sind noch nicht fokussiert, zumindest noch nicht ganz. Es geht auch noch darum, hier jetzt einen, ja, etwas, was man nicht mehr möchte, Zustände, die man nicht mehr möchte, mal zu erkennen. Und das ist freeze it. Ja? I freeze what I not longer want. Aber in dem Fall heißt das nicht, friere es ein und mach den Deckel drauf und Dings, ja? Sondern heißt das, nimm das, ja, was du, nimm das einmal als geballt wahr, ja, füg das mal zusammen, ja, frier es ein im Sinne von sammel es einmal zusammen und dann entscheide dich wirklich aus voller Kraft, ja, hier jetzt wirklich die Schöpferin zu sein und das einmal aus deinem System herauszulassen, um hier jetzt deine Flügel aufzumachen. Du hast jetzt schon genug gesehen, du hast jetzt schon genug gewartet, du weißt schon ganz, ganz viel und jetzt geht es wirklich darum, das auch wirklich in die Befreiung, in die Umsetzung, in den freien Flug, in das Einfachsein hineinzubringen, damit es spielerisch leicht für dich auf dieser Erde manifestiert werden kann. Ja, das, was du dir an Leben wünschst. Und da sind wir jetzt schon gleich beim die Hauptenergie. Und da haben wir lebe leicht und spielerisch und höre auf die Stimme deines inneren Kindes. Höre auf die Stimme in deinem Herzen. Höre auf die Freude, auf die Unschuld, auf die Reinheit, auf die Inspiriertheit, ja, auf die Motivation in deinem Herzen. Hör darauf, was deine Seele wirklich will, und wir haben ganz viele Doppelzahlen hier auch, 29, 29, 12, 12, ja, wunder, wunder, wunderschön. Also dich aufstellen, in Verbindung gehen mit dir und dem Universum, um dich in deiner Schöpferkraft zu sehen, ja, du verbunden mit Himmel und Erde auf, als Mensch hier auf dieser Erde darfst du für dich leicht, einfach und spielerisch stehen, mit der 2 wieder in Verbindung gehen, mit deiner Vollendung, um dich mit der 11, ja, wieder in dieser wunderschönen Selbstmeisterschaft stehen. Und wir haben hier das vielleicht aufgrund einer Partnergeschichte oder aufgrund von irgendwas, du vielleicht dein Licht ein bisschen mal auf die Seite gestellt hast oder dass du Angst hattest, Ängste hattest, dein Herz wie eingefroren war, ja, du dich irgendwie so in eine Kammer verzogen gehabt hast, ja, kann jetzt sein, dass dein Partner im Rückzug war, dass da irgendwelche Sachen waren, kann in wenigeren Fällen aber auch nur deine eigene Umsetzungsenergie sein, ja, in den meisten Fällen bekomme ich wirklich, dass es auch mit Dingen zu tun gehabt hat, mit Partnerwünschen meinetwegen auch zu tun gehabt hat, mit du hast ja da ein Schloss gebaut und willst dort auch quasi hin und da hat aber wer den Rücken zugedreht. Na, es könnten ganz viele verschiedene Facetten sein oder eben das, was war, wo man sich jetzt aus einem alten Schock heraus mit einer Person zum Beispiel befreit, könnte hier auch ganz, ganz klar drinnen sein, ja. Und Painting with Magic, ja, male deine eigene Farbenpracht, male deine eigene Seelenschwingung, ja, bring hier herunter, was in dir bereits gemacht, ja, so irgendwie. Ja, also wirklich, es geht jetzt wirklich darum, aus einem Kokon herauszutreten. Dort, wo man nämlich jetzt vorher noch nicht wusste, was der Aufbruch war, ja, deswegen hat sich die Karte umgedreht, finde ich toll, ja, geht es jetzt darum,
begleitet zu sein, ja, Happy Magic with Pets, also for Pets, ja, also du bist für Tiere da und Tiere sind für dich da, verbind dich auch mit Lebewesen, es können deine Krafttiere sein, es kann aber auch wirklich sein, dass es um Tiere geht, die dich begleiten, so wie bei mir zum Beispiel, der Herr Schnäubelchen ist gegangen und das Herr Ciccolinchen, mein Roxy Foxy ist gekommen, sitzt jetzt auch hier unterm Tisch und schaut zu, hört zu und gibt Acht quasi, was da so passiert. Und hier geht es darum, wieder einen neuen Kompass zu bekommen, wieder eine Umdreh zu bekommen, wieder sich zu verbinden und sich zu trauen, aufzumachen, zu staunen und auf sein Leben zu schauen und da jetzt wirklich aus so einem Glas, das man sich wie übergestülpt hatte, ja, wo man drinnen gewachsen ist und gedeiht ist, aber das ist jetzt zu klein geworden, ja, das jetzt einmal zu sprengen und wirklich mit dem Glühwürmchen, mit seinen Wünschen, mit seinen Träumen, mit seinen Sehnsüchten, nicht auf Personen projiziert, sondern auf Erlebnisse projiziert, ja, weiterzugehen für sich, ja, oder überhaupt einmal das wieder zu spüren und zu sehen, weil ich sage euch eines, ich habe das Gefühl, dass Menschen wirklich tatsächlich, ja, und ich bin da selber auch zum Teil an meine Grenzen gestoßen, habe mir gedacht, aha, org. Hätte ich mir nicht gedacht, ich dachte, das ist ganz klar für mich, ja, nein, ist es nicht und ich sehe es auch in meinen Mentorings, beziehungsweise mit den Menschen, die zu mir kommen, dass wir tatsächlich eine Schwierigkeit oft drinnen ist, wir sagen, wir wollen die Partnerschaft auf Augenhöhe, wir wollen ein erfülltes, glückliches Leben, wir wollen Geld am Konto und, wir wissen aber gar nicht wofür, wir wissen gar nicht, wie sich das anfühlt, wir haben überhaupt gar keine innere Fantasiewelt dafür, was wir wirklich erleben wollen, was uns wirklich Kraft gibt, ja, was da wirklich alles sein könnte, was wir uns erschaffen könnten, aus, weiß ich nicht, aus Angst, das überhaupt gar nie erreichen zu können oder aus Missglauben, das nie erreichen zu können oder auch, was man dann verliert, wenn man tatsächlich das macht, weil das natürlich auch heißt, dass man ganz klar auf Dinge draufschaut, die einem dann nicht mehr dienlich sind, ja, also die man wirklich nicht mehr braucht. Und das kann auch sein, dass man auswandert zum Beispiel, ja, hält sich aber noch fest mit Familie oder so. Also da gibt es jetzt Millionen Gründe, warum das so ist, aber diese Angst nach vorne, das ist das, was ich in Mentorings auch umdrehe, ja? Diese Angst nach vorne, dieses, okay, was darf ich alles sein, wie soll alles in Fluss kommen, wenn ich nicht irgendwie eine irgendwie Vorstellung habe von Genuss, von Glück, was dazu, wenn ich mich nicht traue, das wirklich aufzumachen, ja, und für mich einmal wirklich zu spüren, was ist es denn, was mein Herz wirklich höher schlagen lässt, ja, nicht so Floskeln, die so eher oberflächlich sind, wo wir theoretisch alle wissen, von was wir reden, wissen wir nicht. Ich werfe das Wort Selbstliebe in den Raum, ich werfe das Wort Selbstvertrauen in den Raum, wir haben alle eine andere Interpretation davon, ja, das heißt, diese Oberflächlichkeit gilt für uns nicht. Und vor allem geht sie auch nicht runter in den unteren Raum, also ins Unterbewusstsein, weil dort das sehr situationsgebunden ist, sage ich jetzt einfach einmal. Das heißt, hier dieses Feld wirklich aufzumachen und sich wieder trauen, die Träume groß zu machen, seine Wünsche groß zu machen und wirklich mal hinzuspüren, was da zu einem kommen will. Und das heißt jetzt noch keine konkreten Zielsetzungen, sondern einfach einmal nur dieses: Was könnte das überhaupt sein? Na, wenn ich jetzt, sagen wir mal, 30.000 Euro im Monat zur Verfügung haben will, ja, wofür gebe ich es aus? Ja, und das Universum braucht das, weil wenn wir nur sagen, wir wollen das haben und wir nicht in eine reiche Familie geboren sind, wo das eh das Normale normal ist quasi, ja, sondern wo man da irgendwie sich hinauf streckt und überhaupt das einmal annehmen kann. Chiki, geh aufs Platz. Ja, Schatzi. Ja, jetzt war es doch zu heiß, ja. Dann wird es schwierig. Also was will diesen Raum ausfüllen? Was willst du erleben? Was erfüllt dich? Ja, was belebt dich auch? Ja, das so diese Geschichten, weil dann weiß das Universum, ah ja, okay, alles klar. Ne? Da braucht man das und das und dann kommt es nämlich auch. Ich kann euch das zu 1000% sagen. Es hat bei mir funktioniert, es funktioniert bei meinen Teilnehmern in dem Moment, wo sie sich trauen, das wirklich auch aufzumachen, dieses Feld. Und dort begleite ich auch hin. Und es ist einfach Magie, wenn wir uns trauen, dieses Leben wirklich zu beleben, so wie wir es wollen und nicht, was irgendwelche alte Strukturen uns vorgeben. Ja, wunderschön. Und wir Witterchen sind ja sowieso Pioniergeister, wir sind ja sowieso Anstoßer, wir sind ja sowieso Menschen, die mit dem Kopf theoretisch durch die Wand gehen können, wenn sie dieses Feuer in sich spüren und dann einfach alles innen drinnen losrennt, was losrennen will. Bitte fesselt euch nicht, sondern lasst euch losrennen. Das ist eure Kraft, das ist euer Feuer, was da jetzt aus euch rauskommen will. Ja?
Ja, und wir haben aber ein bisschen noch den Trost drinnen, habe ich gesagt. Das ist die Energie, die hier hinzufügt. Ja? Every day things get better. Ja, also jeden Tag, wo du dein Lichtlein quasi spürst, wird es auch besser gehen. Und jeden Tag, wo du einfach für dich gehst, auch in Verbindungen für dich gehst, ja, aus Verbindungen raus, im Kollektiv auch gesehen, wo es einfach notwendig ist, auch alte Dinge vielleicht loszulassen, ja, und Neues zu kreieren, Neues zu erschaffen, startet die Magie mit dir und auch die Ahnenkraft ist mit bei dir und es ist eben ein Zyklus, ein Alter, der da abgeschlossen wird für dich, aber den du noch einmal jetzt auf eine krassere und schönere Art siehst, weil jetzt geht es wirklich ganz knallhart um dich, aber auch um die übergeordnete Verbundenheit im Universum, so könnte man das jetzt sehen, ja, und wirklich dieses Hineinfühlen auch, was darf kommen, was darf gehen, ja, das ist einfach dieses bewusste Wahrnehmen auch nochmal, weil was geht jetzt raus? Ja, es geht raus, dass du jetzt erkannt hast, dass dein Körper wichtig ist, dass du hier ankommen willst, dass du dich hier in deinem Körper manifestierst, dass dein Körper einfach wichtig ist als Instrument hier auf dieser Erde. Alles, was du mit dem Körper fühlen kannst. Es bringt uns nichts, wenn wir uns abdriften, wenn wir wegdriften, abschweifen irgendwo hin und uns alles kreieren, aber bloß auf der Erde nicht. Und auf der Erde sind wir körpergebunden. Auf der Erde wollen wir spüren, wollen wir wahrnehmen, wollen wir fühlen. Haben wir unseren Tempel quasi als Körper mit. Ja? Und dieses Abwarten bei den Gefühlen, und das kann jetzt vieles sein, ja, warten auf Gefühle, abwarten, dass die Gefühle irgendwas sagen, wo man drauf hören will, ja, also, und das geht aber raus, weil man erkennt, dass im Hier und Jetzt einfach angenommen werden will, losgelassen und angenommen werden will und das Ganze in einem spielerischen Verlauf wirklich man sich führen lassen darf von seinem inneren Tempel einfach auch, von seiner inneren Stimme einfach auch, die einen jetzt anleitet, was jetzt geschehen will. Wunder, wunder, wunderschön. Na, also echt, echt krass. Ja? Und das, was nämlich so geil ist, ist im Unterbewussten, Schatzi, ist gut, du musst nicht aufpassen, alles fein. Jetzt ist er darüber gegangen und sitzt am Sofa und gibt ein bisschen laut, alles gut. Ja, das, was jetzt in der unterbewussten Seite ist, da hast du dich vielleicht manchmal noch von deiner eigenen Weisheit ein bisschen umgedreht. Das, was dir den Heimathafen gibt, das, was dir die innere Sicherheit gibt, was dir den inneren Fluss gibt, aber es ist da. Ja, es ist alles da, sinnlich, kraftvoll, feurig, es ist alles da. Und die innere Welt ist einfach wirklich wichtig und schreit auch Hurra. Und manchmal hast du dich da vielleicht noch abgewandt davon. Ja, und jetzt geht es darum, deine Träume sagen dir es ja auch schon. Ja, und es geht nicht darum, mit dem Willen durch die Wand zu rennen, verstandesorientiert, sondern dieses innere Feuer, wenn es aktiviert, zu nutzen, wie es brennt und läuft. Ja? Und das ist schon ein Unterschied. Ich merke ganz genau zum Beispiel, wenn ich im Kopf bin oder wenn ich jetzt wirklich aus der Intuition heraus handle. Das sind zwei verschiedene Dinge und das aus der Intuition ist natürlich viel kraftvoller. Ja? Weil das sprudelt einfach, das rennt einfach, das ist einfach da und sowas ist gemeint. Ja? Diesem inneren Lauffeuer Raum zu geben, dass es sich auch wirklich ausbreiten kann. Diese Leidenschaft, diese Sinnlichkeit, dieses Lebenslust, die da wieder herauskommen will, ja, es ist jetzt Schluss mit Verdruss quasi, weil wir uns dazu entscheiden, in die Harmonie zu gehen, unser eigenes Zuhause als gegeben anzusehen und uns klar für uns entscheiden, ja, und das ist das, was jetzt eben im Unterbewusstsein noch so ein bisschen immer wieder, sich erst einkrinken muss, weil diese Verbindung jetzt einfach so fließt für uns, ja, weil das jetzt einfach so läuft für uns, dass sich das jetzt erst etabliert und wir können dem helfen, diesen ganzen Zustand, in dem wir uns einfach bewusst verbinden, bewusst entscheiden und dann ist es auch schon durch und dann ist eben dieser Zustand und wir fliegen, ja, weil dann haben wir das quasi ausgeräumt und dann geht's schon weiter, weil da sind wir geliebt und geschützt bei allen unseren Wegen, ja, es geht jetzt wirklich ums Erleben, uns in Verbindung im Abenteuerleben zu erleben und unsere eigene Weisheit zu aktivieren mit der 7 auch. Ja, wunderschön. Auch eine Glückszahl. Und da geht es um die Mutterverbundenheit. Was haben wir von Mutter Erde? Was haben wir von unserer Mutter? Was haben wir von Mutter Erde? Was haben wir von dieser Liebe, von dieser unendlichen Liebe bekommen und bekommen wir immer an Geborgenheit, an Zuspruch, an Kraft, an Stärke, an ich bin immer da, sag einfach ja, ja, es wird alles sich zum Guten wandeln. Und das, was ich jetzt lustig finde, da dreht sich die Seelenpartnerkarte um, also dieses in die eigene Macht kommen mit einer anderen Person. Und das hat jetzt auch wieder verschiedene
Bewandtnisse, spür da wirklich für dich hin, ja. Auf der einen Seite heißt das wirklich, du bist geschützt, du darfst jetzt, ja, das, was du jetzt vielleicht noch umgedreht hast, dass du jetzt vielleicht noch Aufmerksamkeit irgendwo hingelenkt hast, ja, zu irgendjemanden auch, der, ich nehme es jetzt nicht als deine Umsetzungsenergie wahr, ja, sondern wirklich, es kann aber jetzt auch eine Frau sein, ja, irgendjemand, wo du da noch hin warst, wo du ein bisschen die Macht abgegeben hast, ja, das drehst du jetzt um und kommst in deine Macht hinein. Also dieser Shift, ja, und du bist nicht allein, ja, ist jetzt für dich ganz, ganz wichtig, dass du aus einer Ohnmacht für dich herauskommst, eine Ohnmacht, die du vielleicht nicht gefühlt hattest davor schon, ja, vielleicht auch eine Scheidung, weil auch der Eisbär steht für Mutter, für Vater, ja, und die Mutter ist da, ja, dass man sich da deswegen irgendwie auch vielleicht in Dinge verfranzt hat, auch gerade in Liebesgeschichten, die auch sehr viel damit zu tun haben, nicht nur mit der Scheidung, sondern vielleicht auch mit dem Leben, wie die Eltern gelebt haben und, weil wir haben ja auch da die Ahnenkraft drinnen, irgendwelche Schmerzen, die da noch mit waren, irgendein Leiden, irgendeine Zurückhaltung, diese Person ist auch eine Dominanz zurück. Rückhaltung, ja, irgendwie nicht in Verbindung gehen wollen oder etwas kontrollieren, auch eine Kontrollgeschichte bei dir kann das jetzt sein, ja, dass das jetzt aufgelöst wird und dass du dich jetzt wieder in dieser wärmenden, geborgenen Frieden für dich findest und nicht mehr kämpfen musst. Wir beenden jetzt einen Kampf, wunderschön. So, ist eh noch alles da, gut. Ja, weil der Rat der Hohepriesterin ist ganz klar, du darfst dich, und das ist so wunderschön, in deiner Ganzheit erfahren. Du darfst erkennen, dass du bereits ganz bist. Es geht nur noch um diesen Bewusstseinspfad. Also alles, wo du glaubst, du musst dich noch endlos heilen, bitte nicht. Es geht jetzt darum, dass du deine Kraft spürst, dass du dich führen lässt, dass du deine tiefen Wünsche befreist aus dir herum und alles in den Fluss bekommst, weil du einfach bist und dich auch traust, deine Wünsche ins Universum zu senden und zu erkennen und anzunehmen, dass es auch zurückkommen will. Und alles das, was du glaubst, das falsch gehen wird, ja, das darfst du von dir lösen. Weil auch wenn irgendwas vielleicht schief geht, dann geht es beim nächsten Mal richtig. Ja, ich habe auch schon Sachen in den Wind gesetzt oder Sachen nicht richtig gemacht, ja, und? Ja, ich hätte jetzt schon fast gesagt, scheiß drauf. Naja, so scheiß drauf. Ja, es passiert. Ich meine, no risk, no fun und Fehler passieren. Fehler sind ja da, damit man daraus auch lernt, so irgendwie. Ja, und das Leben ist einfach manchmal ein Nebel, aus dem wir uns Stück für Stück befreien und uns zurückholen in unser Glück, in unsere wahre Essenz, in unser wahres Sein. Und da bist du nicht allein, sondern wir sind jetzt alle im Kollektiv daran, wirklich wieder uns daran zu erinnern, dass es leicht sein kann. Wir kämpfen so viel und bestimmen so viel mit dem Verstand und sind so in komischen, niederschwelligen, verstörenden Konstrukten drinnen. Und jeder für sich, ja, dass wir können nicht sagen, oh, ich will jetzt die Welt besser machen, aber ich fange nicht bei mir an. Das funktioniert nicht. Wir machen die Welt besser, indem jeder für sich dieses Aha erlebt und für sich einfach weitergehen kann. Ja, also ich freue mich sehr, wenn du meinen Kanal likest, wenn du meinen Kanal abonnierst, wenn du kommentierst, wo du gerade in deinem Leben stehst, dass ich dich auch ein bisschen kennenlernen kann, auch über die Distanz von YouTube-Möglichkeiten hinaus quasi, das geht ja mit den Kommentaren, und wenn du meine Inhalte natürlich teilst, ich freue mich sehr, und alle Informationen zu mir, wie du mich findest, was es auch alles gibt bei mir, unten in der Infobox, und naja, vielleicht sehen wir uns dann auch immer am 28. zum Beispiel im Monat, wenn du mich mal kennenlernen willst, frei, wo wir einfach tiefer gehen in einem Zoom-Call, wo wir uns einfach wo wir auferstehen, einfach mal nur in diesem Basic-Selbstwertskanal, ja, und uns einfach mal spüren und wahrnehmen. Und wenn du dann mit mir weitergehst, hast du schon ein geiles Fundament. Und das ist das, was ich auch will, tatsächlich in meinen Kursen, dass wir fangen schon auf einem coolen Level an und gehen dann immer weiter hoch die Leiter, bis dorthin, wo deine Seele erfüllt und voller Leichtigkeit wieder leuchten will. Also, du lieber Witter, mach deine Visionen, mach deine Träume, mach sie wieder groß und trau dir das. Du liegst in Mutter Erdes Schoß quasi und darfst dir alles ermöglichen. Bis dann, Papa.